Die letzten Tage gab es ja viele Gerüchte, ob wir etwas Neues zu Avengers 4 und Captain Marvel gezeigt bekommen, da ja die Cine Europe 2018 in Barcelona stattfand. Das ist sozusagen einfach ein Filmevent, in dem ganz viele Filmemacher bzw. Firmen eben ihre neue Projekte sozusagen einfach kurz vorstellen und präsentieren, weshalb es zum Beispiel auch vor kurzem viele Trailer zu verschiedenen Disney-Filmen gab. Und auch wenn es vor zwei Tagen noch Gerüchte waren, jetzt ist es wirklich offiziell, denn auf der Cine Europe wurden wirklich neue Szenen bzw. neue Inhalte von Captain Marvel und Avengers 4 gezeigt. Und wenn das jetzt schon euer Interesse geweckt hat und ihr definitiv mehr erfahren wollt, dann vergesst natürlich auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn euch das Ganze interessiert. Denn hier gibt es alles rund um das Marvel Cinematic Universe. Somit haben wir Bestätigung, jetzt ist wirklich richtiger Inhalt von Captain Marvel und Avengers 4 im Umlauf. Und langsam wird es Zeit, auch die ersten Trailer dafür zu veröffentlichen. Aber können wir wirklich schon die nächsten Wochen bzw. Tage mit einem neuen Trailer zu Captain Marvel, beziehungsweise einen Teaser-Trailer zu Captain Marvel oder Avengers 4 rechnen? Ich würde da eher Nein sagen, da wir eben Anfang nächsten Monat, also im Juli, schon Ant-Man and the Wasp bekommen und gerade dafür sehr viel Promo gestartet wird und Captain Marvel und Avengers 4 einfach, glaube ich, zu viel von dem Spotlight von Ant-Man nehmen würden und dass dieser Film dann eben nicht mehr so krass heraussticht. Deshalb ich eher denke, dass wir in zwei Monaten, also Ende Juli, Anfang August, wenn Ant-Man and the Wasp schon wirklich einen Monat lang im Kino war, wir die Szenen gezeigt bekommen, sei es jetzt ein Teaser Trailer von Captain Marvel oder eben zu Avengers 4. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass es bald losgehen wird und wir endlich neue Bilder gezeigt bekommen. Des Weiteren sollte das auch die Bestätigung sein, dass der Leak, den wir damals schon besprochen haben, wo wir eben unsere ganzen Helden zusammen mit Captain Marvel, Ant-Man und Hawkeye gesehen haben und vor allem Hulk in einem Anzug, dass dieser jetzt wohl sehr, sehr wahrscheinlich auch wahr ist und ich kann es kaum aber warten, bis wir jetzt die ersten Bilder gezeigt bekommen. Ich frage mich wirklich, wie jetzt alles aussehen wird, da eben jetzt auch diese neuen Szenen von Captain Marvel und Avengers 4 im Umlauf sind, beziehungsweise die neuen Informationen, die wir jetzt dazu bekommen. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, ich tue es auf jeden Fall und informiere euch natürlich direkt auf diesen Kanal, weshalb ihr auch abonnieren solltet, denn es könnte wirklich jeden Moment etwas kommen und neue Szenen werden uns revealed. Und ja, das wäre es eigentlich schon größtenteils von diesem ganzen Thema. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und vergesst auch auf gar keinen Fall, bei meinen letzten Videos vorbeizuschauen. Da hätte ich zum Beispiel eins, in dem ich euch erkläre, weshalb Avengers 4 euch wahrscheinlich viel mehr schocken wird als Infinity War, falls ihr schon von Avengers Infinity War geschockt wart. Oder etwas anderes hätte ich da für euch, und zwar habe ich einfach eine kleine Analyse zu dem neuesten Spider-Man-Game gemacht, was für die PS4 kommt. Dazu wurde ja ein neuer Trailer revealed, der einfach mega geil ist, und auf das Spiel bin ich auch selbst schon sehr gehypt. Und wenn euch sowas interessiert, könnt ihr auch gerne dort vorbeischauen. Das wär's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst euch gut gehen und ich würde mal sagen, ciao!